Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute gibt es von mir ein interessantes Video und zwar werde ich meine Schminksammlung mal zeigen, ein bisschen vielleicht aussortieren und dabei noch zeigen, wie ich meine Pinsel reinige, denn ich habe da einen ganz besonderen, günstigen Tipp für euch, wie ihr eure Pinsel und Beautyblender und Schwämme alle richtig sauber bekommt, ohne dass es lange dauert und ohne dass ihr viel Geld dafür ausgeben müsst. Oh, wie ihr hier schon sehen könnt, ist hier mein Schminktisch und auch mein Drehort für euch. Hier drehe ich auch hauptsächlich meine YouTube-Videos mit diesem Hintergrund. Und hier habe ich jetzt schon so ein paar Make-ups, also Foundations. Die sammle ich hier, die habe ich immer gerne direkt parat auf dem Tisch. Vor allem halt im Stehen und das passt leider in die Schublade nicht rein. Das hier ist übrigens auch der IKEA-Tisch, der IKEA-Frisiertisch. Den bekommt ihr, ich glaube, für 89 Euro bei IKEA. Ich habe ihn ganz günstig bei eBay bekommen, also ich glaube 50 Euro habe ich dafür bezahlt. Also da könnt ihr auch mal gerne nachschauen. Bei eBay Kleinanzeigen bekommt ihr sowas immer günstig. Kommen wir jetzt mal zu der Schublade und zwar, ja, sieht sie halt so aus. Und ich habe schon eigentlich alles ein bisschen sortiert, aber manchmal, wie man es halt kennt, schmeißt man dann doch einfach was rein. Und es sind auch viele Dinge da drin, die ich gar nicht mehr benutze und die ich einfach mal sortieren muss, aussortieren muss, ja. Diese, ich glaube das hier, das bekommt man auch bei IKEA, ich bin mir nicht sicher. Und diese Boxen habe ich auch von IKEA, da habe ich mir links und rechts eine reingelegt, habe in der Mitte Platz. Dann kann man das da drüber legen und dann immer so schön verschieben. Ich zeige euch das jetzt mal von Namen. Jetzt einmal von ganz Namen. So, hier habe ich jetzt die Mascaras, dann habe ich hier so Sachen für die Augenbrauen, halt solche Geschichten und ein paar Spänkchen, die man braucht. Dann habe ich hier Bananapuder und noch solche Sachen zum Highlighten in Flüssig. Hier sind meine ganzen Eyeliner und Kajalstifte. Dann habe ich hier noch normale Lippenstifte und wie heißt das nochmal? Hier Lip Liner. Hier sind dann noch so ein paar andere Sachen drin in diesem beweglichen Teil, ja, wie zum Beispiel Müll. Solche Sachen zum Beispiel muss ich mal sauber machen und aussortieren. Eine Feile, die man braucht. Dann habe ich hier noch meine Augenbrauen-Sachen und noch so Gedöns, was man zum Schminken zwischendurch so braucht und Concealer. Dann habe ich hier noch meine Wimpern-Sachen, also den Kleber und Sachen, die man dafür braucht. Darunter verstecke ich meistens noch so Lidschattenpaletten und Concealer-Paletten und die große Lidschattenpalette und noch so eine Make-up-Artist-Palette. Ich zeige euch das mal. Die ist aber schon sehr aufgebraucht. Also da habt ihr, wie man sieht, okay. Ja, das könnte ich halt auch mal sauber machen. Ne? Das mache ich halt auch alles sauber. Dann ja, benutze ich ja meistens zum Baken halt hier Babypuder. Ne? Und dann habe ich hier noch zwei neue Sachen und noch ein paar Wimpern. Dann gehen wir rüber, da haben wir dann noch Lipglosse im Flüssig und Schwämmchen, die auch alle sauber gemacht werden müssen. Und hier ist echt Chaos drin, wie man sieht. Also, naja. Hier sind auch noch benutzte Wattestäbchen von gestern, die muss ich wegräumen. Wattestäbchen, die braucht man ja auch immer beim Schminken. Hier habe ich so Sachen wie, hier diesen Insta, wie heißt das? Insta Duo Kontur, also damit kann man halt konturieren, da ist so eine Highlighter Seite und eine Konturierseite in verschiedenen Farben, in Light, Medium und Dark. Also die kann ich auch gut empfehlen. Dann habe ich hier nochmal so ein Bronzenpuder, was nirgendwo anders mehr reinpasste. Hier habe ich dann noch ja auch Bronzingpuder und noch so ein anderes Gesichtspuder von Maybelline. Und ja, hier sind dann noch ein paar Lidschatten, die so lose sind, die ich aber selten benutze. Also wirklich sehr, sehr selten. Hier, das kann ich auch gut empfehlen. Das ist so ein Glitterprimer. Wenn ihr Glitzer benutzen möchtet auf eurem Augenlid, dann könnt ihr diesen da drunter packen. Ja, und das muss jetzt alles mal ein bisschen aufgeräumt werden und sauber gemacht werden. Womit ich das mache, auch bei den Pinseln, die müssen auch alle sauber gemacht werden. Wie ihr seht, sind die schon echt alle doll benutzt. Vor allem mein Foundation-Pinsel von PH Cosmetics. Also die meisten Pinsel sind von PH Cosmetics. Und ja, da werde ich euch einfach mal zeigen, wie ich das sauber mache. Und dann kann es auch schon losgehen. Alles zu reinigen benutze ich meistens so einen kleinen Lappen. Den bekommt ihr, glaube ich, auch bei IKEA ganz günstig. Das sind so Kinderlappen, eigentlich für Babys gedacht. Und ja, die haben aber so einen guten Stoff und ich bin damit total zufrieden. Das sind wie so Mullwindeln, Mulllappen nennt man sie. Und benutze dann hauptsächlich auch Glasreiniger. Was ihr auch super benutzen könnt, sind feuchte Tücher zum Beispiel. Damit könnt ihr super arbeiten, die auch für Babys gedacht sind. Damit kriegt ihr auch alles super sauber.
Als erstes werde ich erstmal alles rausräumen und dann alles mich auf den Tisch stellen und dann peu à peu alles nach und nach wieder einräumen, wenn ich das dann gereinigt habe. Ich nehme mal eine Kiste und schaue erstmal nach, ob alles sortiert ist, da wo es hingehört. Gehe das einfach mal durch und gucke, was benutze ich eigentlich, was nicht. Und da kann ich schon mal sagen, ich habe hier so 3 Stifte, die benutze ich irgendwie fast gar nicht. Das sind so Eyeshadow Pencil in so Metallic Look. Ich glaube, die habe ich mal bei Rossmann gekauft oder so. Von Revel die Loop oder wie das heißt. Und ja, die habe ich halt jetzt auch schon urlang und benutze sie einfach nicht. Deswegen kommen die 3 jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Dann habe ich hier noch eine von Essence, die Forbidden Volume Mascara. Oh Gott, ja, das war diese. Die hat so eine richtig fette, eine fette Bürste und damit kam ich überhaupt nicht klar. Die hat auch total die klumpigen Reststücke immer gehabt und nee, die fand ich kacke. Da muss ich sagen, die hat so eine dicke Bürste und mir ist das irgendwie ein bisschen zu flüssig. Also weiß ich nicht, ist nicht so mein Fall, kommt auch weg. Dann kommen wir zu den Lippenstiften, da habe ich auch einige. Normale Lippenstifte von Essence zum Beispiel, matte Lippenstifte von Manhattan zum Beispiel, der rote, dunkle, der ist super. Die bleiben auch alle, weil ich mit denen sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Von Teddy habe ich hier 2 wunderschöne Farben, also die sind also richtig schön. Ja, halten auch sehr lange, die von Teddy, muss ich sagen. Ja, kann ich gut empfehlen. An meinen Lip Linern habe ich hauptsächlich Trended Up Produkte, da ich die echt toll finde. In allen Nude Farben und ja, finde ich klasse einfach. Also da gibt es so viele verschiedene Farben, könnt ihr das gut sehen. Also ist für jeden auf jeden Fall was dabei, wenn ihr da mal schaut. Die anderen brauche ich auch alle noch. Das sind Dinge, die kann ich nicht wegtun. Dann habe ich hier noch so eine Lidschattenpalette, auch von Revel de Loop oder wie das heißt. Und ja, diese Töne, die habe ich jetzt schon lange und diese Töne und nee, also kein gutes Produkt, das kommt weg auf jeden Fall. Ein von Essence, einmal ein Weiß und ein Blau. Das Blau finde ich sehr, sehr schön. Das sieht sehr, sehr schön aus. Allerdings benutze ich nie Blau, weil es mir einfach nicht steht. Würde es wahrscheinlich verschenken an jemanden, der das oft benutzt. Eine Sache, und zwar von Trended Up Expert Eye Base. Ich muss ja sagen, dass dieser echt scheiße war. Der sieht so aus, der ist cremig und soll eine Eye Base schaffen. Also war ich jetzt nicht so zufrieden mit. Nee. Mm-mm. Der ist auch sehr, 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 sehr feste, muss ich sagen. Und verschmiert da hin und her. Man arbeitet das Produkt irgendwie nur von links nach rechts und dann ist es auch noch klumpig. Und als ich dann Lidschatten versucht habe aufzutragen, nee, also egal wie ich es versucht habe, ob mit einem Schwamm oder Pinsel, war überhaupt nicht mein Fall, der kommt weg. So, dann räume ich das jetzt alles mal wieder ein. Scheiße. So, ich räume das jetzt alles einfach mal ein. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie das Ergebnis aussieht. Das ist alles schön sauber geworden und habe es wieder alles sortiert, da wo es hingehört. Habe auch hier die Fläschchen sauber gemacht und ja, jetzt sieht es einfach ein bisschen besser aus und man hat wieder mehr Überblick. Und hier konnte ich auch schon gar nicht mehr hin und her bewegen, weil ich das schon wieder zu hoch gebaut hatte. Und ja, somit ist jetzt alles wieder vernünftig verstaut an seinem Platz und man kann einfach schnell an seine Sachen ran. Man muss nicht suchen. Also ich kann euch das wirklich gut empfehlen, das immer regelmäßig zu machen. So, dann zeige ich euch mal die Sachen, die ich aussortiert habe. Ist ja doch schon irgendwie viel zusammengekommen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Die ganzen Mascaras, dann eine Fußcreme. Keine Ahnung, was die überhaupt in meinem Schminktisch zu suchen hat. Aber naja, gut. Ja, solche Geschichten, die halt einfach leer sind oder die mir nicht gefallen. Ja, und krass, hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Heftig. Vor allem, ich habe es erst vor circa einem Monat gemacht und habe diesen Mascaras irgendwie noch eine Chance gegeben, aber habe jetzt eingesehen, okay, es hat keinen Sinn. Hier sind jetzt die ganzen Schwämmchen, die ich sauber machen muss und meine ganzen Pinsel. Wie ihr seht, habe ich die echt gut benutzt. Ihr seht den Unterschied gleich, wenn ich sie sauber gemacht habe und das machen wir jetzt.
Und zwar benutze ich ganz einfache Kernseife. Ihr könnt die günstigste Kernseife benutzen, die ihr möchtet. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war hier. Ich habe irgendeine aus dem Netto genommen. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Braucht ihr natürlich warmes Wasser und vielleicht sogar so ein Ding zum Gesichtsreinigen. Das bekommt ihr auch ganz, ganz günstig im DM. Das benutze ich immer sehr gerne. Ansonsten könnt ihr auch einfach so ein Schneidebrettchen aus Plastik benutzen, was vielleicht so eine etwas gröbere Struktur hat. Aber ihr könnt es auch gerne mit den Fingern machen. Das zeige ich euch auch. Dann lege ich mir die Pinsel alle auf die Heizung. Darunter lege ich dann ein Handtuch und am besten andersrum. Ja, so. Und dann können die in Ruhe schön trocknen. Das dauert natürlich seine Zeit. Also wenn man es morgens macht, dann ist es gut. Dann ist es abends leider erstmals trocken. Habt ihr jetzt bei den Schwämmchen. Weicht das vorher etwas ein, nehmt euch die Kernseife, reibt das schön ins Schwämmchen rein. Danach massiert ihr das schön ein. Und spült es dann ab und dann könnt ihr schon sehen, ob ihr das nochmal machen müsst oder ob es euch reicht, ob es sauber geworden ist. So, meine Lieben, das war's jetzt mit meinem Video für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem Video Interessantes mitnehmen für euch, dass ihr was dazu gelernt habt oder einfach mal reinschauen konntet, wie ich so meine Schminke aufbewahre und ja, einfach so ein bisschen einen Eindruck, einen Einblick von mir bekommen habt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat und ich mal öfter sowas zeigen soll, was ich so aussortiere, wie ich etwas mache, dann schreibt es mir sehr gerne in meine Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Und bitte einen Daumen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich auch abonnieren würdet, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn es was Neues von mir gibt. Und jetzt sage ich Tschüss und habt einen ganz schönen Tag.